Moin, mein Kollege, es geht weiter mit den Weltgefechten. Ich wollte ja, wie gesagt, bis zum Wochenende spielen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Es ist nur noch ein Tag zu spielen ab heute. Ich habe bis jetzt 18 Gefechte gespielt. Joa, Rang 9. Aber wie gesagt, ich habe Videos gesagt, ich habe einen Stalingrad. Mal gucken, wie ich heute die letzten Stündchen vorankomme. Wir sagen, let's do it! Jawoll! Noch zwei Sterne, Rang 8. Yeah, man. Zweimal Donskoi. Das sieht man auch nicht so oft. Bis man ein Handy aufladen. Und. Das war mein Handy, das alte Handy. So. Neuer Tag, also mein neuer Tag, mein letztes Stündchen von Season. Ja, ist aber wie gesagt, Samstag kam, ich hab mir eine neue Handyhülle bestellt und Samstag kam ja meine Handyhülle und ja, da habe ich leider geschlafen. Leo gerade, jupp, richtig cool. So, boah, die Punkte sind aber richtig bescheiden aufgestellt. Haben wir ein Schlachtschiff nur und Restkreuz. Oh, das müssen jetzt die Kreuzer in die Runde machen. Eieiei. Tamir ist auch nicht schlecht. Ich glaube, Tamir habe ich. Habe ich Tamir noch? Nee. Ach, wir waren 10er Kapitän. Ich war ein bisschen am Überlegen, deswegen. So, diese Runde machen wir, sag mal, es ist reine Kreuzerrunde. Das heißt, wir als Kreuzer müssen wir die Runden holen. Das wird ziemlich sehr interessant. Wir haben eine Fletcher-Katze. Wir haben Fletcher 46. Vorteil, wir haben Hydro. Nachteil, wir haben zwei Radarschiffe. Ich bin eins Radarschiff. Das heißt, ich muss ziemlich sehr lange überlegen. So, der Rune fährt Richtung da. Ich fahre mit als Unterstützer. Mal gucken. Ich hoffe, die unsere Zerstörer spotten reichlich früh. Und ich baue bei mir ein bisschen Heizung aus, weil ich habe die bei Heizung an. Und es wird langsam Richtung Sommer. Na, die Sonne bleibt langsam länger hell. Und ich glaube, dieses Jahr ist das letzte Mal, wo die Zeit umgeschaltet wird. Deswegen. Und okay. Da ist ja mal die Dunskoi. Und mal so gesagt, welche Zeitzone wollt ihr eigentlich gerne haben? Wollt ihr die Winterzeit haben oder die Sommerzeit? Ich bin eigentlich eher für die Winterzeit. Bleibt es länger hell. Wie die Seite liegen, die ganzen. Die Seite. Boah! Wuhn! Das war ein Fehler. Das war ein Fehler, Wuhn. Eieieiei. Die Treffer. Der ich mit der Mensch rumkommen soll. Ich fällt ein bisschen schräg weg. Aber ich glaube, viel kommt nicht rum. Nee, danke nicht. Schade. Schade, schade, schade. Okay, anscheinend spielt Rune auf Max Range. Wie verbrauchst du Material? Kommen wir hier so? Okay. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich für die. Ich bin offen, okay. Ich muss halt der Zerstörer sein. Mal kurz mal an. Und da ist die Katze. Hallöchen, Katze. Und da kommt die Antwort von Musashi. Ja, hast aber nicht so gut getroffen wie die Rune, Jungchen.
Ausfälle. Habe ich keinen richtigen Schaden. Und ja, ich bin eigentlich, ja, wie gesagt, eigentlich für die Winterzeit. Ah, die Wut. Die Wut schießt auf Max, wenn ich. Junge. Willst mich verkohlen? Haben wir das überhaupt? Hier. Das bringt, dass wir. Okay, die Zerstörer machen richtig nur die Zonen ein. Die Wut spielt echt auf Max Range. Also das, was bringt, auf Max Range hier zu kämpfen. Oh ja, die. Ja, okay, die Rune und ich müssen ja flüchten. Ich bin so unsichtbar. Ah, ihr habt nicht so. Irgendwann, der Zerstörer ist immer weiter in der Mitte oder holt gleich die Zone. Oh, Izumo ist echt gestorben. Ach, Izumo. Warum? Beinzerstörer sind dahin, ja super. Gottchen. Die Rune muss ich ein bisschen zurückhalten, kann ich ja verstehen. Okay, bin wieder offen. Ich muss auch mal wieder ran an kämpfen wieder. Ach, komm nicht so den Damage um, was ich haben will. Ja, jetzt bin ich komplett alleine gegen zwei Zerstörer. Jetzt bin ich gegen zwei Kreuzer. Das ist affig. Drei Treffer. Jo, alles klar. Nee. Au, au. Und sowas von hier vom Fokus ist ja auch normal. Schütze, ja, war klar. No, sag mal, wie ist unser Fletcher gestorben? Also irgendwie sind diese blöde Katze am Rumgeistern. Ist das bescheuert. Ich muss echt wegfallen, weil ich total unterlegen bin mit Schiffen. Ist das bescheuert. Richtig affig gerade. Wieso, frage mich, wie ist uns. Ja, Fletcher hat hier zwei Kids geholt. Sind die Blinden in deinen Tops reingeprescht oder was ist los? Ne, habt ihr wieder Tops mitgenommen. Ey, was ist das denn? Nimm ja jeden Top hier von unseren Leuten hier mit. Eieieiei. Vielleicht habe ich hier zwei Kids gemacht. Das ist irgendwie schon ein bisschen beknackt. Thank you.
Das ist echt unglaublich. Wir haben echt den nächsten Zerstörer verloren. Das ist doch völlig beknackt eigentlich nur. Also das ist fast echt schon peinlich. Also die Leute nicht überhaupt keinen Kill zustande kriegen. Der ist voll. Jop, alles klar. Ja, Topstar eigentlich auch so keine richtigen so Treffer. Ah, das ist die Katze. Ja, viermal abgeprallt, jo, alles klar. Viermal Abpraller, jo. Ich weiß, wie ich mein Schiff zu fahren habe, Junge. Das ist echt geknackt. Jetzt kommt hier eine Zito um die Ecke. Das ist jetzt die blöde Dunstke da oben. Oh, zeig mir schon die Bretter. Das finde ich mal nett. Der fährt weiter. Jo, und fährt rückwärts. Er hat mich echt reingelegt. Ich frage mich, was hat eigentlich unser Team gemacht? Zerstörer haben die komplette Runde gemacht. Eigentlich hätten wir Zerstörer-Vorteil gehabt. Aber die Leute haben echt wieder Sieg. Ich frage mich, was macht die Rune eigentlich der Arsch der Welt eigentlich überhaupt? Was macht er da denn eigentlich? Das ist unglaublich. Das ist echt unfeierlich. Frag mich teilweise, was die Leute eigentlich im Köpfe durchgehen. Wie null Bock haben, irgendwie was zu machen, oder wollen die Leute einfach sich mitziehen lassen? So kommt mir meistens so offen zum echt so vor. Ein Ticket, ey. Diese Runenspieler kriegt immer Support, ey. Gefühlt hat er für unser Team nichts gemacht. Das
Das ist irgendwie total lächerlich. Also die beiden Zerstörer, die haben die komplette Runde geholt. Unsere Helden, die sind irgendwie alle in den Tod gefunden. Oder haben die ganzen Torps von denen mitgenommen. Das ist sowas von nass. Das ist so traurig. Das ist echt erbärmlich. Was? Wer war... Jo, alles klar, wer war denn besser wie ich? Neptun. Ja, klar, die Neptun. 1000. Jo, alles klar. Der war besser. Hm? Was hat der denn gemacht? Der hat nur einen blöden Kill gemacht. Alter, Beinzerstörer haben die Beinzerstörer haben die ganze Runde geholt. Und die unseren Zerstörer sind einfach in den Tod geprescht. Alter, die 46 hat Hydro Fletcher. Ah! Das ist doch lächerlich. Naja. Ich würde sagen, kann man nicht ändern. Ah, mal gucken. Mal gucken. Oh, schade. Ich würde sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag und noch einen schönen Abend noch. Mal gucken, dann fahre ich die mal Leo Club selber Zerstörer. Keine Ahnung, ich lasse mich mal überraschen. Wir sagen, haut rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.